Hallo, hallo. Schönen Abend. So, ich habe so ein gemischter Haul heute. Habe ein paar Läden eingekauft. Ja, als erstes habe ich jetzt wieder mir diese Orchideentöpfe geholt aus Philips. Die hole ich dort. Diese großen, 15 cm Durchmesser. Ne? Die gibt es da nicht teuer, so bei Euro ungefähr. Und der Euro knapp, Euro. Ja, so in dem Dreh. Zwei Größen gibt es da. Ich glaube 79 und 99. Eventuell. So, haben mir vier mitgenommen. Vorrat. So, und dann, das war es eben bei Philips. So, dann habe ich musste ich weiter zu McGuides und da habe ich ja diese Orchideen Übertöpfe geholt. Die gibt es da. 2,49 oder 2,69, weiß nicht. Ja, die haben so drinnen, ne? Ist so eine Erhöhung. Und das ist geeignet für die Orchideenübertopf und der passt da rein. So, ne? Deswegen brauchte ich wieder. Und ja, dachte ich, solange der Preis noch so ist, nehme ich dann eben auch vier davon mit. Gibt es nur eine Farbe? Naja, ist egal. Habe ich auch die jetzt. Und bei McGuides habe ich noch einige Present Schleifen und hier, das ist so ein Band, so ein Juteband vielleicht. Aber es gibt es in verschiedenen Farben. Ne? So gab es. Sind 5 Meter drauf. Ich hole mal raus. Habe ich da. Ich schau mal. Die Farbe. Ja, glaube, das war's. Und zwar, die waren alle 25 Cent. Also ein Regal war da aufgebaut und diese ganze Schleifen von der Marke waren 25 Cent. Ja, und da habe ich mir jetzt dieses Band Kordel, ja, E-Kordel geholt. Ja, und dann habe ich noch auch weitere Schleifenbänder entdeckt. Hier ist es so ein schmales Schleifenband. Kann man ja sehen, ne? So was aufhängen vielleicht, weil ich glaube, diese zwei sind ein bisschen breiter und die drei sind noch schmaler. Von denen habe ich aus so wie Lachsfarben habe ich zwei bekommen. Ja, 7 Meter ist hier drauf. Dann habe ich eins, so eins noch entdeckt. So eins und so eins. Ne? Ja, auch schön. Ne? Hier 7 Meter. So wie schmales Schleifenband. Und ich glaube, es ist so ein Satanband. Variante noch, auch je 25 Cent. So, dann nächstes habe ich noch weißes so ein Schleifenband entdeckt. Ja, ganz weißes. Da dachte ich, dass ich da vielleicht was draufstempeln könnte. Ne? Mal schauen, werde ich mal probieren. Sind 3 Meter und dann sind auch hier solche auch süß. Sind 2,5 Meter,
Da sind auch 2,5 Meter so ein Muster. Ja, ja, das ist echt gute Qualität soweit. Dann habe ich auch so eine Rolle entdeckt. 2 Meter drauf, ne? Ist auch schön. So. Und auch noch das da. Habe ich mich auch da echt gefreut. 2 Meter, es ist so ein Schleifenband, ne? Fußabdruck, Babyfüßchen, ne, so Abdrücke, Spuren auf dem ganzen Schleifenband, ne, und auch in Rosa. Lauter Babyfüßchen Abdrücke, ne? Ist schön, ne? Ja, wie gesagt, 2 Meter. So, und von denen habe ich noch sowas entdeckt. Warte mal, ob das ist anders oder doch? Naja, es kommt schon, glaube ich, ähnlich. Ja, doch, ja, so. Naja, manches vielleicht auch ein bisschen anders. Einmal Mädchen, einmal Junge. Sind auch 2,5 Meter drauf. Ja. Auch schön, ne? So, und alle 25 Cent eben. Und das, da war ich echt begeistert. Dachte, das ist ja was. Und bei denen überhaupt, das ist echt so eine gute Qualität. Und die kann man dann auch noch auseinanderfädeln, ne? Einzeln sind 4 Fäden da in einem so. Und da kann man das auch dünne. Manchmal braucht man dünne Faden, ne? Und da dachte ich, nehme ich die Kordel und die kann man dann noch ein bisschen auseinander fusseln. Ja. Auch 4 Farben, ne? Schön. So. Ach ja, was ich noch dazu sagen könnte, bei McGuides gab es auch so rote Punkt auf einem Preisetikett oder so. Und die Ware war noch extra mit 30% Rabatt angeboten, sozusagen. Gab es im ganzen Laden so verstreut, so einzelne Artikel, die mit so einem roten Punkt markiert wurden. Ne? Und das eben mit 30% wird dann verkauft. Ich habe so für mich nichts entdeckt, deswegen dachte ich, naja, okay, wollte ich nur Bescheid geben. Und ich habe noch da ein paar Teile aus Action. Diese Dosen, ne, sind wieder gekommen. Die waren ja anders, ne? Jetzt sehen die so aus. 1,15 ml oder wie? Diese 20 x 15 x 6,5 cm, ne? Diese Box. Ja, mit Deckel eben. So, ne? 65 Cent jetzt sind wieder gekommen. Zeig mal. Augenblick. Das sind ja diese Boxen, ne? Dachte ich, vergleiche ich mal. Ja, das ist eben der Boden. Ist ja auch ja so zu sagen 1,15. Das und das, ne? Aber da ist es so und da ist es so. Ja. Fast die Verschlüsse sind ein bisschen kleiner, aber so, die Box ist, glaube ich, ja, ein bisschen kleiner, ne? Weiß nicht warum, aber es scheint so, ne? Ja, das ist das. Zum Vergleich. Ja, ich nehme die auch für die
Stempelkissen, die kleinen, und für Stifte, ne, weil das die Länge gut ist, ne? Die Spinmarker oder Aquamarker. So habe ich mir 4 Stück mitgenommen. So, und dann noch habe mich doch noch entschieden, dieses Päckchen mitnehmen. Es sind ja so viele Farben und auch die die Döschen, ne, da drin sind ja echt schön, je 4, so ein 4 jeweils, dachte ich, jo, naja, aber auch eine coole Farbauswahl, ne? 48 Farben, je 10 Gramm, ja, da kann man dann machen. Ich dachte schon an das mit Perlchen, dieses Sticken, ne? Ob man könnte mal probieren oder auch so als Streuelemente. Mal schauen für was. Okay, so, ich glaube, das war's. Ja, eben hat mich heute mit Geiz echt überrascht. Bin echt froh. Diese sind echt schön, diese die Kordel, ja, auch mehrere Farben, auch dieses Mintfarbene, ne? Auch das Rosa, ja, finde ich auch echt schön. Okay, so, ihr Lieben, ja, das war so ein Mischmasch. Danke fürs Zuschauen und tschüssi.